Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute widmen wir uns mal einer Frage, die ich schon sehr, sehr häufig per Mail bekommen habe, nämlich brauche ich unbedingt ein Datenabonnement bei der ICE, ICE? Wir klären heute im Video erstmal ab, was ist denn überhaupt die ICE, welche Produkte werden da gehandelt, was kostet da ein Abo und lohnt sich das überhaupt, muss man das machen oder gibt es vielleicht Alternativen, wie man diese Gebühren umgehen kann oder gibt es keine Alternative? All das und mehr jetzt im Video. Halt, stopp! Bevor es losgeht, kleiner Tipp am Rande. Schon mal auf das i geklickt? Basiskurs Optionsstrategien. Ihr Einstieg in die Welt der Optionen. Das hier ist das letzte Exemplar der allerersten Auflage. 500 Stück hatten wir produzieren lassen und die Nachfrage hat uns regelrecht überrannt. Das Ganze war innerhalb weniger Tage ausverkauft und deswegen haben wir jetzt die zweite Auflage produzieren lassen. Und wenn du eine dieser neuen DVDs haben willst, dann bestelle sie jetzt. Basiskurs Optionsstrategien. Jetzt schnell bestellen. Hier finden Sie nicht bloß unsere neuesten Angebote, sondern auch weitere spannende Videos und zusätzliche Links. Okay, also versetzen wir uns mal zurück in die gute alte Zeit. Ne, wird ja immer so gesagt, früher war alles besser. Und also wir gehen mal zurück in die gute alte Zeit. Und da gab es in New York eine Börse und die hieß NYBOT, New York Board of Trade. Diese Börse hat relativ alte Wurzeln und ich habe mir das aufgeschrieben, deswegen schaue ich auch auf meinen Zettel, nämlich 1870 wurde bereits in New York die sogenannte NYSE mit C geschrieben eröffnet. Das war die New York Cotton Exchange. Und dann 12 Jahre später, 1882, gab es dann noch die CSCE, die Coffee Sugar Cocoa Exchange. Und das heißt, wie es der Name schon sagt, an der einen wurde eben Baumwolle gehandelt, an der anderen wurde Kaffee, Zucker, Kakao gehandelt. Diese Börsen wurden dann später zusammengeschlossen. Die Hauptverwaltung war übrigens im World Trade Center, wurde ja zerstört bei den Anschlägen 2001, 9/11, sind dann später in eine andere Börse gegangen. Man sieht das jetzt auch noch in New York, kann man sich das anschauen. Und 2007 kam dann die sogenannte Intercontinental Exchange. Das ist eine Börse, die sich darauf spezialisiert hat, hauptsächlich elektronisch zu handeln, also ohne einen Parketthandel, und hat für so roundabout $1 Milliarde die damalige NYBOT gekauft und hat sie dann später auch umbenannt in ICE Future US. Was die damals gemacht haben? Als allererstes war, dass man den Parketthandel in New York eingestellt hat, und zwar für die Futures. Das heißt, ab 2007 konnten die Futures dann nur noch elektronisch gehandelt werden. Man hat den ehemaligen Mitgliedern der Börse, die ja die Besitzer auch waren, allerdings noch die Möglichkeit eingeräumt, Optionen am Pit zu handeln. Das hat man dann im Laufe der Zeit, wurde das dann auch immer weniger, und ich glaube, mittlerweile hat man es auch komplett eingestellt. Das heißt also, zurzeit kann man an dieser ICE nur noch elektronisch handeln, was aber jetzt gerade für uns, die wir als Private in der Regel eh nur einen elektronischen Zugang zum Markt haben, definitiv kein Nachteil ist. Was wird jetzt an dieser ICE gehandelt? Und zwar, wir bezeichnen das immer als die sogenannten Frühstücksfutures. Ne? Also auf den Tisch kommt eine Decke, die ist aus Baumwolle. Danach kommt für die Kinder ein Kakao hin, ein Kaffee für die Mama und den Papa. Und wer es süß mag, der tut noch Zucker rein. Und weil es die Amerikaner so gern haben, kommt noch Orangensaft dazu. So, das sind also fünf Futures, die unter anderem an der ICE gehandelt werden. Es gibt noch ein paar mehr. Also da gibt es auch zum Beispiel Edelmetalle. Da gibt es so Dinge wie Kohlendioxid-Futures. Da gibt es Energie-Futures und Optionen. Also gibt es eine ganze Menge. Aber uns interessieren Tatsache nur diese Frühstücks-Futures. Also diese fünf Märkte, wobei man da im Grunde Orangensaft komplett ausklammern kann, weil der so illiquide ist, dass man den eigentlich gar nicht handeln kann. Also Finger weg vom Orangensaft. So gesund ist er übrigens auch nicht, aber vom Handel her ist er definitiv völlig ungesund, viel zu enger Markt. Ne? So, jetzt
Übrigens der Mini Russell, genau, der wird auch noch gehandelt. Der Mini Russell auf den Russell 2000, die Mini Futures, die werden auch noch an der ICE gehandelt. So, jetzt gibt es ja immer mal die Frage, Mensch Jens, in der TWS gibt es ja diese Datenabos, die man machen kann, die sind für die amerikanischen Märkte relativ günstig. Da kommt man also, wenn man sagt, nur Future-Optionen schon mit $5 im Monat hin für Privatanleger. Da gibt es ja dieses Bundle, was nur $5 kostet. Und ich blende euch hier mal ein Bild ein, und zwar, da seht ihr hier diese ganzen Daten, die man ja abonnieren kann. Und ganz rechts, da seht ihr hier ICE Futures US. Und das kostet sage und schreibe 120,75 US-Dollar im Monat. Und wenn wir das mal ausrechnen, das sind also 1449 US-Dollar im Jahr. Roundabout 1450 Dollar. So. Und das ist natürlich schon eine Menge Holz, ne? Also wenn wir mal einfach davon ausgehen, du hast ein 100.000er Konto, dann sind das immerhin 1,4%. Hast du ein 10.000er Konto, dann sind das 14%. Ich glaube, für so ein kleines Konto brauchen wir überhaupt nicht darüber reden, dass es überhaupt keinen Sinn macht, diese Daten zu abonnieren, weil das müsstest du ja alles erst wieder rausverdienen. Und dass du sagst, okay, ich habe 14% schon mal Datenabokosten, macht definitiv keinen Sinn. Was kann man jetzt machen? Es ist natürlich, man muss sich jetzt mal die Frage stellen, wie viele Trades werde ich denn im Jahr in diesen, sagen wir mal, verbliebenen 4 Futures machen? Ich persönlich handle diese Märkte eigentlich ganz gern, weil gerade sowas wie Kaffee, Zucker und Baumwolle eigentlich sehr schöne Trends aufweisen. Die neigen immer mal zu Übertreibungen und das bringt die Volatilität hoch. Und da mache ich schon etliche Trades im Jahr und deswegen rentiert es sich bei entsprechend großen Konten schon diese Märkte mit zu handeln. Jetzt fragen viele Menschen, ich kann doch in der TWS auch handeln ohne Realtime-Daten. Und Tatsache ist ja, du bekommst dann so ungefähr 15 Minuten zeitverzögerte Daten angezeigt. Oder andere sagen, naja, ich kann mir ja die Daten von einem anderen Anbieter holen. Ich glaube, Sync or Swim hat zumindest die Future-Daten noch Realtime. Und ich glaube, die Optionen auch nicht. Da bin ich jetzt aber überfragt. Aber es gibt schon die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ist es denn jetzt wirklich so signifikant, wenn ich sage, ich habe 10, 15 Minuten verzögerte Daten? Und da muss man sagen, in 95% der Fälle ist das okay. Ne? Also du kannst ja jetzt einfach sagen, okay, ich will eine Option verkaufen beispielsweise und du siehst den Bid-Ask-Spread, der wird halt ein bisschen verzögert sein und das heißt, du stellst dich einfach etwas teurer in den Markt, als du es normalerweise machen würdest und gehst dann tickweise einfach nach unten, bis du eben einen Fill bekommst. Das heißt, das ist definitiv machbar. So. Jetzt gibt es natürlich aber immer mal wieder, und das sind eben diese verbleibenden 5%, es gibt immer mal wieder Situationen, wo der Markt sich eben wahnsinnig heftig bewegt. Solange du jetzt nur eine Position aufmachen willst, ist das ja kein Problem. Das eigentliche Problem ist natürlich dann, wenn du aus der Position rausgehen willst. Also stell dir vor, du hast einen Call verkauft, jetzt schießt der Markt irgendwie sehr, sehr stark nach oben, ein, zwei Tage hintereinander, und du willst rausgehen und jetzt siehst du nicht genau, wo ist denn jetzt der Preis. Es kann sein, du stellst jetzt dein Limit viel zu hoch oder viel zu niedrig ein, oder aber du stellst dein Limit, du willst schließen deine Position, du stellst es halt auf den Bid ein, also ganz, ganz links sozusagen, und willst dich nach oben arbeiten. In der Zwischenzeit rennt aber der Preis und du kommst einfach nicht hinterher, weil du nicht siehst, wie sind denn die wirklichen Preise, wie ist das Bid-Ask-Volumen und so weiter und so fort. Das heißt, es wird schon sehr, sehr häufig gut gehen, wahrscheinlich in den allermeisten Fällen, aber du musst dir eben bewusst machen, wenn du das machst, wenn du ohne Realtime-Daten handelst, diese Optionen, dass du eben dann manchmal Gefahr läufst, eben auch viel zu billig zu verkaufen oder viel zu teuer zu kaufen. Und das ist dann wieder die Frage, lohnt sich das? Im Hinblick dessen hättest du, wenn du mal in so einem Trade dann einen Tausender verlierst, hättest du fast auch das Jahresabo machen können. Ne? Also das muss man sich wirklich überlegen. Und deswegen, ich persönlich, auch weil diese Futures nicht so ganz, also sind für jemanden, der ein bisschen Erfahrung hat, genauso zu handeln wie alles andere auch. Wenn ihr aber anfangt und vielleicht am Anfang noch ein relativ kleines Konto habt, ne, dann fangt eben nicht unbedingt gleich mit diesen Märkten an, sondern nehmt erstmal die etwas vernünftigeren Märkte, was auch die Datenabos betrifft, und versucht dann das später zu machen. Bei uns im Coaching machen wir es so, weil da auch die Frage oft kommt, und das sind ja dann auch in der Regel Teilnehmer, die größere Konten haben, dass wir dann immer sagen, komm, wir machen jetzt einen Test, und zwar, wir wissen ja nicht, wie viele Trades kommen denn jetzt in den nächsten 6,
12 Monaten, dass wir sagen, wir machen jetzt eine ganz klare Abmachung, du abonnierst das jetzt für 6 Monate, 9 Monate, du verbuchst diese Kosten, sagen wir, wenn du 6 Monate machst, sind das ungefähr $700, die verbuchst du als Lehrgeld und sagst, okay, das ist eine Testphase, ich probiere jetzt 6 Monate aus, ob ich überhaupt Trades finde und danach schaue ich mal, ob sich das gerechnet hat. Wenn man jetzt sagt, du hast dann in dem halben Jahr diese Märkte gehandelt und hast 5.000, 6.000, 7.000 Dollar verdient und hast dafür $700 nochmal zusätzliche Gebühren bezahlt, okay, dann kann man sagen, dann mache ich das. Hast jetzt 2 Trades gemacht und hast irgendwie $800 verdient oder 600 und hast $700 Kosten gehabt, ich glaube, dann stellt sich die Frage nicht, ob man es weitermachen sollte. Entscheidet das also für euch selber. Bei großen Konten, also wer wirklich so deutlich über 200.000, 300.000 Euro hat, dann macht es einfach mit, weil das spielt prozentual nicht ganz so die Rolle. Und diese Märkte sind an sich schon schön zu handeln. Wenn ihr ein kleines Konto habt, definitiv nicht. Da, so gut könnt ihr gar nicht traden, als dass ihr das am Ende rausholen könntet. Okay, das war's für heute. Wenn ihr noch Quellen habt, wo man eventuell die Daten der ICE kostenfrei herbekommt, schreibt mir das unten in die Kommentare. Schreibt mir auch mal, was ihr macht. Handelt ihr die ICE Futures? Handelt ihr die ICE Optionen? Was habt ihr dafür Erfahrungen gemacht? Und dann sehen wir uns hier an dieser Stelle wieder mit dem nächsten Video. Eure Kommentare, Anregungen sind immer herzlich willkommen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.